Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute wieder bei uns zu Hause, denn wir haben Kürbisse bekommen, die wir anpflanzen müssen und wir gucken, ob wir es überhaupt können. Das ist hier die Frage. Ne? Wenn es nicht geht, dann haben wir ein kleines Problem. Nahrung. Nö. Finde Baupläne, um dieses Objekt herzustellen. Es ist ein verdammter Kürbis. Den drückt man in den Boden und dann wird er groß. Wofür zur Hölle brauche ich einen Bauplan? Er wollte mich doch verarschen, oder? Kann nur auf Erde platziert werden, ja, das ist mir klar. Aber wieso brauche ich dafür einen Bauplan? Wo finde ich den? Und wie pflanze ich den anderen Dreck ein, die wir bekommen haben? Wir haben verdorbene Hans-Dieters bekommen, Kürbiskerne. Und die wollten wir eigentlich anpflanzen, was aber nicht geht. Und ja, ist Kacke. So, Fatman. Wie warst du nochmal? Kritische Watztreffer heilen dich und deine Gruppe. Das ist nicht schlecht. 50% Körperteilschaden. Mit jedem Treffer im Watz füllt sich dein Balken für kritische Treffer um 15% schneller. Ist natürlich aber ein Fat Man. Also im Großen und Ganzen? Der erste oder dritte ist für den Arsch. Körperteilschaden ist gut, aber der Rest ist... Ja, aber gut. Müssen wir mal leben. So. Ich würde sagen, wir nutzen die Gunst der Stunde und verbrauchen all unser Stahl. Weil ich es kann. Wir müssen nämlich leider Gleismunition herstellen. Gleisbolzen. 50 an der Zahl. Wir bekommen 3 für 7 Stahl. Ihr wollt mich doch verarschen. Wir müssen das mindestens 10 mal einsetzen. Dann haben wir 30. Und dann müssen wir es nochmal 7 mal einsetzen. Damit wir ungefähr 50 haben. Das heißt, wir brauchen 70 Stahl plus 100 Stahl dafür für den Scheiß. Ah, ja, komm, verarsch mich ruhig. Okay, ja gut, was ist das hier? Okay, irgendwie Meditation, irgendein scheiß Event, umschwärmt macht keiner. Übrigens, in Kürze, oder vielleicht jetzt schon, ich weiß nicht, wie viel ich schon aufgenommen habe, ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Ich weiß immer erst, wie viel ich aufgenommen habe, wenn ich fertig bin mit der Aufnahme. Demnächst kommt ein größeres Update raus. Dieses bewirkt unter anderem, sagen wir es mal so, öffentliche Events. Das heißt, Events, zu denen man gratis hinreisen kann. Davon wird es aber auch immer nur einen geben. Man muss also sagen, nur ein öffentliches Event. Drumherum werden noch kleinere Events sein, aber nur ein großes Event wird jeweils auf der Karte sein. Das ist zum Teil okay und zum Teil scheiße. Seien Sie gegrüßt, Mitglieder. Wir haben eine Gruppe Schädlinge entdeckt, die scheinbar mehr als nur einen unschönen Anblick darstellen. Melden Sie sich an der Bekämpfungsstelle und kümmern Sie sich um die dort eingesetzten Köder. Das wäre alles. Jetzt folgen mir 3 Todeskrallen. Und ich habe mich ein bisschen erschreckt. Alter Schwede. Gut. Nee, das mache ich nicht. Das kannst du klicken. Oh. Das machen wir. Ich weiß nicht, wir werden jetzt sehen, ob die das genervt haben, dass da kein Legendärer mehr dabei ist. Kann sein, dass da jetzt einfach nur eine Horde an Grillen ist, die, wenn sie tot sind, es vorbei ist. Aber hoffen wir einfach mal auf das Beste. Doch, töte die Legendäre. Ja, nice. Da läuft sie. Ich will nur dich. Den Rest können wir am Arsch vorbeigehen. Ah, sie habe ich gesehen. Ist er tot? Ugh.
Nee, jetzt ist er tot. Ja! Yeah. Oh, ich liebe diese Quests, ne? Diese Events. Ich hoffe, davon werden dadurch mehr getriggert von diesen Events. Einfach geil. Rezept right away. Das ist gut. Das kann man verkaufen. Schaden und Energieresistenz. Okay. Das ist kacke. Können wir verkaufen. So. Ich liebe diese Events. Die sind so geil. Ah, oh, schön. Mehr davon, bitte. Alle 10 Minuten so ein Event. Und ich schwör's euch, ich hänge hier den ganzen Tag rum und mache diese Events. Wie fest der will doch, dass man diese Events macht, ne? Und so kriegt ihr es hin, dass ich sie wirklich mache. Naja. So. Was wollen wir als nächstes machen? Wir hatten doch... die Wendigo-Höhle, ne? Wollen wir den Wendigo töten? Ja, wir machen es auch ganz billig. Wir haben aber zum Glück unsere Baggerrüstung dabei, ne? Weil die Höhle ist extrem lang. Wir dürften dafür fast eine Folge brauchen, um da durchzulaufen. Es gibt allerdings einen Trick, den werde ich euch zeigen, Leute. Kam aus meiner Feder. Die haben ihn aber schon ein bisschen genervt. Also die haben das versucht, übrigens, hinter mir ist die Sonne. Sagt ihr Hallo, so oft seht ihr sie bei mir nicht. Besuche? Achso, ja, besuche die Wendigo-Höhle, klar. Aber wir wollten halt nebenbei, wenn wir die schon besuchen, halt auch den Wendigo da drin töten. Und das geht auch recht fix. Die haben versucht, diesen Trick zu nerven. Haben sie aber nicht geschafft, Leute. Ich komm. Ich kann doch jetzt hoch springen. Ich komm doch so hoch. Gut, ja, okay. Ich verstehe. Bist du ein Fossil? Erstmal schlagen, aufwärmen. Nein, das ist kein Fossil. Was könnte denn ein Fossil sein? Ich überlege, ob ich jemals schon ein Fossil gesehen habe in diesem Spiel. Habt ihr schon mal ein Fossil gesehen? Höchstwahrscheinlich diejenigen, die sich schon drum gekümmert haben, um diese Events, die Challenges. Ich bin mir ehrlich gar nicht so sicher. Es kann sein, dass ich mal welche gesehen habe und ich mich gefragt habe, was der Scheiß soll. Also wenn ich vermuten würde, wo ein Fossil ist, dann bei einer Ausgrabungsstätte. Deswegen werden wir dann da suchen. Ist da ein Radio? Ich frage mich, wie dieses Radio überhaupt an sein kann nach all den Jahren. Ist eigentlich gar nicht possible. War das nicht hier? Ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Ja, ich bin hier falsch. Wobei, hier sind auch die Myalugs, die wir brauchen. Eventuell laufen wir doch durch. Oder von einer anderen Seite. Verfolgst du mich etwa? Wenn ich denn die Stelle jetzt wieder... Ach, da ist sie doch. Hier haben wir früher die Powerrüstung benutzt, um hochzuklettern. Dann habe ich es nochmal später versucht. Aber sie haben es genervt. Sie haben einen kleinen Stein weggenommen, den ich benutzt habe. Tja. Aber ich habe es dennoch geschafft. Na, jetzt sind wir ja hier. So. Oh. Schlagring. Verursacht 30% Schaden gegen Roboter. Das gefällt mir. Schlagring ist ja auch waffenlos, ne? Das passt ja auch zu uns. Gucken wir gleich mal nach. So, jetzt. Waffen. Das waren 2-Sterne-Gegner, ne? Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur 1 Stern. Die Nagelpistole verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. Okay. Kennen wir schon? Ja, Stufe 20, kann weg. Den Rotz will ja keiner. Du bist nicht der Wendigo. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal hier war und mich komplett wegen dem erschreckt habe, weil er irgendwie von oben kam, ne?
Normalerweise steht er hier. Ja, der wird gleich von irgendwo runtergesprungen kommen und sagen, Geronimo, ich war dich kaputt, jo. Nee, hier ist er gar nicht, ne? War ja ganz woanders. Ist das der Rückweg? Ich check hier gar nichts mehr. Ich war so lange nicht mehr. Ah! Willkommen bei Levendigo. Hier werden sie gefressen. Levendige Vorfahr. Ah, das war einer der ersten. Ist das die besagte Wendige Höhle aus Until Dawn? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Könnte sein. Aber hier kriegt man immer so richtig gutes Zeug. Aber es dauert ewig, hierher zu laufen. So, okay, komm. Wir suchen jetzt mal. Ach, das ist das Hinterteil gewesen. Ich dachte, der headbangt. Oh Gott, lass mich nachladen, bitte. Was zum? Was ist denn hier passiert? Und wieso habe ich mich nicht geheilt? What? Er hat mich zertötet. Hm? Will die gegeneinander kämpfen? Voll der bekloppte Ghoul, ey. Und jetzt läuft er weg. Er ist wie meine Katze. Ach Gott, ich muss doch erstmal mein Zeug wiederholen. Na gut, das war's wohl mit Jäger suchen. Endlich wollte ich Meierlackjäger suchen. Au. Da war doch nichts. Jetzt hätte mich irgendwas angegriffen. Der Dreckskönig, ey. Ich glaube, hier war ein Jäger. Ich kann mal kurz den Hans-Dieter hier töten. Und dann gucken wir nochmal genauer nach. Oh. Die Meilerkock. Wow. Der Schatz des Jahrhunderts. Der Schatz des Wendigos. Einfach nur ein Stück Scheiße hat er aufbewahrt. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie er ein Stück Scheiße umarmt und sagt, mein Scheißschatz. Ja, cool. Viel Munition. Guckt euch den Assi an. Hält sich für was Besseres, ja? Ja, jetzt bist du was Besseres. Jetzt bist du ganz viele kleine Einzelteile. Ich suche nur den Jäger. Ich will nur einen verdammten Jäger haben. Dann gehe ich gerne zum Megastop. Außerdem können wir so sehen, was uns da erwartet. Red-Ratten. Zwei Wellen. Das ist ja nahezu armselig. Da steht eine Power-Rüstung. Ich dachte, was ist das denn? Der ist schnell kaputt gegangen. Ich suche aber immer noch einen Jäger. Kannst mir doch nicht sagen, dass hier kein Jäger ist. In dieser verfluchten Höhle. Mache ich mir denn überhaupt die Mühe, nochmal durchzulaufen? Also ich kann mich auf jeden Fall an die Könige erinnern, ja. Aber ich hätte schwören können, hier waren noch Jäger. War es doch besser als gedacht. Tut mir fast schon leid, dass ich sie nicht mitgenommen habe. Oh, das Halstuch. Ein Schellen. Oh. Oh.
armer Typ. Ist nicht so geil, in der Höhle eingesperrt zu sein, aber er hatte wohl frische Luft. Ah, guck mal. Und der hatte sogar einen Kühlschrank dabei. Also ich muss sagen, die haben hier schon Luxus in der Höhle. Außer, dass sie tot sind. Das muss ja keiner wissen. Okay, wir sind wieder am Anfang. Du hast es überlebt. Herzlichen Glückwunsch. Nee. Das machen wir mal ganz anders. Okay, kommt jetzt dein Quasi-Mörder? Ach, der ist zu fett, um da durchzukommen. Lauf nicht weg! Jetzt habe ich schon wieder nur 4 Munition. Ist Timmy in den Brunnen gefallen? Willst du mir das sagen? Zerfleddert. Na gut. Wir haben keinen Jäger gefunden, deswegen gehen wir hier hin. Und dann töten wir halt ein paar Ratten. So, als Ausgleich. So, wo wollen wir danach hin? Das ist hier die Frage. Grafton Steel, wie gesagt, sagt mir was. Ich weiß aber nicht mehr, wo das ist. Ich glaube, Mülldeponie. Das ist das Einzige, woran ich mich wirklich noch erinnern kann, wo das war. Ja, Kraftwerk Thunder Mountain. Da können wir doch hingehen, aber ich würde das halt... Ja... Ich würde warten, bis da das Event ist, dass man Strom wiederherstellt. So, erstmal ein paar Ratten klatschen. Wo sind die denn? Die müssten ja mittig sein, ne? Wie die Wölfe damals. Zeit, ein paar Ratten zu klatschen. Ratten zu klatschen. Wo sind die denn? Hallo? Ach, da hinten. Die dürften eigentlich jetzt nicht so besonders stark sein, ne? Juckt die Nase schon wieder. Ey! Wie viele? So, easy. Seid ihr kaputt gegangen? Ich war ansatzweise. So. Geräte, Stühle, Boden, Regale, Wand. Geräte, Ressourcen, Wasser, Nahrung. Herstellung da. Ich brauche eine Waffenwerkbank. Schaffe ich es noch rechtzeitig? Ich finde die nicht mehr. Ach doch, da. Untersuchen, reparieren. Ich kann die nicht reparieren? Mir fehlt Aluminium, ich fasse es nicht. Ich glaube, das kann Aluminium nur bei. Scheiße! Also, nee, dein Herz, jetzt fehlt mir Aluminium und den Scheißhammer zu reparieren. Bullshit. Ich weiß, wo wir Aluminium finden. Ah, das ist aber nur. Egal, wir nehmen es trotzdem mal mit. Dann können wir es zu Hause raffinieren und dann reparieren wir den Stissel hier. Es kommt davon, wenn man wochenlang Aluminium wegwirft. Haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Aluminium am Start? Strohkissen, Mr. Handy. Es könnte Aluminium geben. Protektrons beim Red Rocket Gebäude entdeckt. Jetzt hör auf damit! Na super, der ist jetzt kaputt. Ich guck mal kurz, ob ich Aluminium habe, bin gleich wieder da. Ey, verdammt. Ja, dann. Ja, dann fotografiere ich euch zu Tode. Ich hasse das, ne? So, komm her! So. Du kommst auch noch weg. Aber ich bin froh, dass es nur Ratten sind. Das hätte echt wesentlich Schlimmeres sein können.
Ach da. Ich hab dich kurz gesehen, Digga. Ganz ewig versteckt. Wie sieht's mit meinem Fleisch aus? Ist es schon vergammelt? Nö. Ah, das hält ja noch ordentlich, Alter. Hatte schon Angst, dass es vergammelt ist. So, wo ist der letzte? Da hinten ist doch nur die Vault, oder? Nee, da ist die Ratte. So. Geh jetzt was Feines? Ich hab's gut gemacht, ich weiß das. Nuka-Cola. Apropos Nuka-Cola. Sind die Nuka-Colas respawned? Respawnen solche Dinger überhaupt? Keine Ahnung. So. Was bekomme ich? Stim? Ja, moderne Küchentische. Krieg ich auch mal was anderes als moderne Küchentische? Ich habe jetzt genug moderne Küchentische. Echt mal. Ja. Gibt's noch andere Events, die wir machen könnten? Wo es sich lohnt, mal vorbeizuschauen. Ja, wir brauchen noch offensichtlich ein paar. Ja. Ja gut, holen wir uns Aluminium. Wir brauchen nämlich den Hammer. Ich hoffe, das Aluminium reicht. Oder meine Mülltasche liegt noch auf dem Boden. Da ist nämlich noch auch eine Menge Aluminium drin. Ahnt ja keiner, dass man plötzlich kein Aluminium mehr hat. Toll, ich liebe es, hier unten zu landen. Es macht so viel Spaß. 476 Junge. Sucht ihr ein Leben. 467. Ich hab's nicht mehr auf 100 geschafft. Vor allem, der müsste doch schon alles haben. Das können wir auch übrigens demnächst mal machen. Mal bei den anderen Spielern vorbeischauen, gucken, ob die Dinge haben, die wir benötigen. Rezepte und so ein Kram halt, ne? Alter, Bierflaschen ist ja wohl Müll. Hier. Hier ist ja wohl Müll. So. Okay. Machen wir uns mal ein bisschen Aluminium fit. Na ja, super. Aber es dürfte schon reichen. Liegt hier meine Tasche noch? Ah, die ist schon weg. Nee, doch nicht. Hat sich nur irgendwie verschoben. So, Transfer. Was? Ach, da sind noch. Oh, das ist nur das Zeug drin. Na gut. Kein Aluminium für den Zero. Waffenwerkbank. So, reparieren. Reparaturwerkbank. Zack. Easy. Ich hab schon easy gesagt. Weg da. So. Alles klar. So. Dann können wir jetzt weitermachen. Ich hatte gerade was im Kopf, was ich unbedingt machen wollte. Ich hab's aber vergessen. Es wollte immer. Was wollte immer. Ich weiß es schon nicht mehr. Hatte ich da eigentlich einen Stahl abgeholt? Ich glaube nicht, ne? Irgendwas wollte ich machen, irgendwas Wichtiges. Denken Sie auch. Ich weiß nicht mehr, irgendwas. Die legendären Sachen wollte ich nicht. Also, ich werde sie jetzt verkaufen, die legendären Sachen. Aber das war nicht das, was ich machen wollte. Ah! Oh, dieses Gehirn, es wird alt. Ist nicht meine Schuld, Leute. Frag mich nicht, wie oft ich mich noch erschrecken werde davor. Sehr oft. Denkt ja auch keiner dran. Ach, okay, hatte ich tatsächlich schon ausgeholt. Aber die sind alle heiler. Na gut, verkaufen wir halt erstmal die legendären Sachen, bis es mir wieder eingefallen ist. Naja. Oh, ich sehe auf jeden Fall schon ein bisschen was durchgestrichen. Wir haben einiges geschafft. Was mir auf jeden Fall noch Sorgen macht, ist der Flammenwerfer. Wir müssen einen Roboter verbrennen mit dem Flammenwerfer. Endlich. Das Dümmste, was man machen könnte. Mit einem Flammenwerfer auf dem Roboter. Auf.
Stellt euch vor, vor euch ist ein Roboter, der sagt, ey Junge, ich erschieß dich jetzt. Und ihr zieht einen Flammenwerfer. Was meint ihr, wer gewinnt? Kleiner Tipp, ihr wahrscheinlich nicht. So, Werkzeugaxt, tschüss. Schlagring, tschüss. Du auch, tschüss. Ja, es wird wieder Zeit, dass Zero sich eine scheiß Waffe holt. Die nicht gut ist. Eigentlich könnte ich auf Nahkampfwaffe gehen. Soll ich mal eine Nahkampfwaffe holen? So eine legendäre Nahkampfwaffe? Gatling-Plasma. Kritischer Watztreffer heilen dich und deine Gruppe. 33% Watztreffer-Chance. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen. Nice! Ist der Kacke. Kann weg. Ich meine, ich habe sowas gesucht, so ein Gatling Plasma. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Das Ding ist ein Haufen Scheiße. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen. Und den Watz-Modus benutze ich eh nicht. Tschüss. Danke für nichts. Ja, und die Nagelpistole kannst du auch haben. War schön mit dir. Ja, nice. Weißt du was? Ich gehe da jetzt hin. Diese Wassersymbole regen mich seit Urzeiten auf. Seitdem ich denken kann, als ich geboren wurde, habe ich Wasser gesehen und das hat mich aufgeregt. Ich dachte nur, was zum Teufel, wieso benutzen das Menschen? Blutkäfer. Die brauche ich. Huch, giftige Angler auf legendär. Oh oh. Und ich habe ihn zufälligerweise angeschossen. Ja, passiert. Kann da auch mal mehr als 4 Munition drin sein? Gaussgewehr. Schaden gegen Biologis und Insekten. Kennen wir eigentlich schon, ne? Haben wir schon oft gehabt. Ach, da wütet noch ein Angler. Aber ich bin so halbtot. Ja, das kommt hin. Ich müsste erst, weil also die Ratten, die haben mir richtig zugesetzt, alter Schwede. Holen wir uns mal den Angler. Der hätte mal gerne Kleber dabei, glaube ich, ne? Ich hab dir gern geholfen. Ach nee, das war ein anderer. Was haben die gekämpft? Ey, weiß nicht. Aber gib mir den Kleber. Gib mir den Kleber. Wo ist der andere Junge? Wieso hast du kein Kleber? Ah, das eine war ein Schlinger und das andere war ein Angler. Alles klar. Jetzt begreife ich. Ja, gut. Dann gehen wir trotzdem zu den Wasserstellen und dann verkaufen wir nochmal die legendäre Waffe. Eigentlich ist die Folge schon vorbei, ne? Ja, komm, machen wir das in der nächsten Folge, ne? Wir lassen es mal spannend, was da sich am Wasser befindet. Nackte, badende Menschen, man weiß es nicht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.